Und ihr seht schon, warum ich langsamer anfahre. Damit wir hier auch vollständig reinpassen. Denn Brechte ist, wie ihr seht, nicht allzu lang. Und ich muss jetzt wirklich genau abpassen. So. Und... Boah! Hammer Arbeit! Geil! So, wir stehen genau drinnen. Hinten und vorne. Ja, vorne hätte noch ein kleines Stück gekonnt, aber okay. Solange wir mit allen Waggons die Türen haben und die aufgehen in diesem Teil jetzt drinnen haben, ist alles okay. Ich habe auch schon Missionen gespielt, wo wirklich die Hälfte des Zuges draußen stehen musste, außerhalb des Bahnsteigs. Und man weiß nicht, welche Waggons drinne stehen sollen. You have picked up passengers. You will now call at Echten and Armsfeld. Okay. So, Bremse entlösen. Also entriegeln, weiß ich was. Und damit es unrealistischer wird. Auf 100 beschleunigen mit 100% Anfahrt. Beziehungsweise jetzt nur noch auf 80. Mehr bringt es nicht. Und so sieht das Ganze dann von der Seite aus. Monte Cristo. So, kein Overspeed bekommen, da wir unter 81 sind. Hahaha. Ha, ha. Boah. Da kommt was Langes auf uns zu. So, und damit haben wir gegrüßt. So, vor uns dann auch schon Echten. 2,19 Kilometern. Und über eine kleine Brücke. Alter, hier passt wirklich nicht viel durch. Vielleicht kleine PKWs, aber kein LKW. Schon gar kein Schwerlasttransport. Das wäre hier Himmelfahrt. Also das Himmelfahrtskommando. So, und wir drehen links in eine Kurve. Sehen alles. Wunderbar. Unser ICE ist drin. So. Das ist nicht echt und sieht mir nach einem kürzeren Bahnsteig aus. Wieder. Deswegen beginnen wir mit dem Bremsvorgang. Oh ja, echt, ist kürzer. So, wir haben unsere 60 erreicht. Und gleich wird es eine richtig harte Abbremse. Denn ich sehe es schon. Jetzt bremsen wir mal ordentlich. So. Mal ein bisschen wieder lesen, dann wieder ein bisschen anziehen. So. Die Waggons kriegen wir auf jeden Fall alle rein. So. Und die Lok kriegen wir auch noch mit rein. Wunderbar, passt. So. Und einmal anziehen. Wunderbar. Wunderbar. Steht alles. So. Dann gucken wir hier auch mal aus dem Fenster raus.
Und sehen hier schöne Karlsruher Steuerwagen mit der Aufschrift Siegen. Siegen. Die fahren alle nach Siegen heute. Nur ich nicht. Ich fahre heute nach Hagen. Da können wir schon wieder eine, oh, eine 1-1 mit Karlsruher diesmal. Okay. Naja, nur noch Arnsfeld. Errungenschaftsfortschritt. Erfolgreicher Verkehrsbetrieb 40 von 50. So. Dann einmal Bremsen sind gelöst und wir fahren an. Und tschüss, Bahnsteig. So, jetzt sehe ich mir nochmal den Zug angucken. Steht er denn schon drin? Nee. So, und dann. Ist denn der auf unserer. Naja, ja, der ist auf unserer Ebene. In 6,77 Kilometer. Und wir fahren und wir fahren und wir fahren unseren Weg. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt anfange zu singen. Wahrscheinlich, weil es mir Spaß macht. Und ja, deshalb fahren die auch einfach erstmal. Da hinten kommt nochmal eine schöne 100er-Zone, bevor wir dann in Arnsfeld Endstation machen. Ich weiß nicht, ob der Zug dann weiterfährt. Ich denke mal, Hagen wird der durchfahren. Aber dann halt mit einem anderen Kopfhörer in Almsfeld suchen. So. Achso, AFB wollten wir ja wieder einstellen. So. Mit 80 durch die Gegend, durch die Gegend, durch die Gegend, dann dann. Mit 80 durch die Gegend, durch die Gegend, dann dann. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt zu laut war. Falls ja, mir egal. Bitte spammt mich nicht damit voll jetzt, von wegen, ich war zu laut, ich war zu leise. Ich merke das schon selber. Ich höre mir meine Videos auch nochmal an. Deswegen auch die letzte Aufnahme weggeschmissen, weil die komplett zu leise war. Früher habe ich mir meine Videos nicht angehört, aber jetzt mache ich das. Das ist auch besser so. Hahaha. So, da hinten die 100. So. Und up. So, komm, 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 komm. Alle rüber, Waggons. Und Vollgas. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? So. Oh, noch ein ICE. Doch noch so lange, ey. Warum haben die alle die langen und ich nur die kurzen? Und zwar was, wir werden dann später nochmal ein freie Fahrt machen, wo ich dann auch so einen ganz langen ICE fahre und dann wirklich auch nur an den langen Bahnsteigen halte. Das sind dann, glaube ich, nur Siegen und Hagen. Hätten wir natürlich auch Add-ons noch dazu holen müssen, weil ich sonst, ja, mich hier auch irgendwann langweilen werde. Ich finde den ICE-1 ist ein klasse Zug. Viel lieber wäre es mir dann aber doch, wenn ich hier sitzen würde mit dem Führerstand. Sieht irgendwie geiler aus, finde ich. Aber okay. Da die meisten Bahnsteige ja rechts sind vom Zug, ist das völlig berechtigt.
So, und jetzt war mir einfach mal langweilig. Und jetzt beginnen wir mit dem Bremsen. Armstead wieder als längerer Bahnsteig bekannt. So mir scheint der. So, und hier Heiz. Also wir sind auf Prellburg eingestellt. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder einfach nur das Signal zeigt da komplett rot. Und manchmal spinnt das. So, Bahnsteigkante. Und wir beginnen mit dem Bremsvorgang. Also hier dann nur Ablösung von einem anderen Zugfahrer. Ich dürfte hier eigentlich gar nicht hupen, aber egal. So, und wir wollen heute mal richtig halten. Oh, holla. Jetzt halte ich zu weit vorne. Aber eindeutig. Sprich, wir werden jetzt nochmal zurückstoßen. So, komm, 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 komm. Lichter können schon mal aus. Das kann auch aus. Und Bremse. So. Und da wir uns ja abmelden, Stromabnehmer runter. Auf Nullposition. Und dann auch noch Bremse rein. So. Das war die Fahrt von... weiß ich wo, nach Armsfeld, von Dissen. Genau, von Dissen ging es nach Armsfeld. Ja, dann damit auch herzlich willkommen in Armsfeld. So sieht das hier nun mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau hier so aussieht. Ich bin hier nie wirklich durchgefahren. Ja. Das ist einfach nicht mein Einsatzbereich. Und damit sage ich dann auch so gut wie schon mal tschüss. Und ja, you have now dropped off your passengers and have complete your journey for now. You can now hand over your keys to the next driver so that he can take over from you. Bla, keine Ahnung. So, zurück zum Hauptmenü. Ups, jetzt haben wir gar nicht unsere Dings angeguckt. Ist ja auch egal. Ich verabschiede mich damit von euch. Und sage Tschüss.